Guten Abend nach Washington, Herr Minister. Guten Abend. Können Sie uns jetzt sagen, ob die Amerikaner nun flächendeckend deutsche Telefongespräche und E-Mails ausforschen oder nicht? Also ich hatte Gelegenheit, ja nicht nur mit dem Justizminister, sondern auch mit dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zu sprechen. Und ich glaube, das Sie wissen hat das auch ja gezeigt, sicher. Dass die Amerikaner das sehr ernst nehmen, auch die guten Beziehungen nach Deutschland ihnen sehr wichtig sind. In der Frage, was macht die NSA konkret, ging es natürlich insbesondere mit dem Justizminister um die Frage, welche Programme werden wo eingesetzt. Es gibt eine Fülle von rechtlichen Grundlagen, Gesetzen in den USA, die für die NSA, für die Nachrichtendienste gelten. Und man kann sagen, ja, PRISM ist ein Programm, das Inhalte von Kommunikation überprüft. Und PRISM ist ein Programm, das ganz gezielt nach Begriffen im Bereich Terrorismus, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und organisierte Kriminalität sucht. Insofern sind wir ein Stück weiter, was die operativen... Und das auch in zig Millionen deutschen E-Mails und Ferngesprächen, richtig? Also man braucht von Seiten der NSA, um zugreifen zu können auf einen solchen Verkehr, Datenverkehr, einen sogenannten Warrant, eine richterliche Genehmigung. Und in welchem Umfang, das ist dann jeweils abhängig von diesem Warrant, man zugreifen kann. Wie viele Kommunikationsdaten davon betroffen sind, sagt dieser Warrant dann im Einzelnen aus. Aber es wird nach diesen Begriffen gesucht. Und das ist ein Programm, wie es vergleichbar im Grunde alle Nachrichtendienste weltweit einsetzen. Das heißt, Sie wussten auch, dass das stattfindet zwischen USA und Deutschland? Nein, wir wussten nicht, dass das stattfindet, aber haben Sie es gedacht? Wir haben ja eine gesetzliche Grundlage auch im G10-Gesetz in Deutschland vom Deutschen Bundestag verabschiedet, in dem genau vorgesehen ist, dass auch der Bundesnachrichtendienst Kommunikationsinhalte auf bestimmte Begriffe hin überprüfen kann, nach vorheriger Genehmigung durch die G10-Kommission, versteht sich. Also insofern geht es auch um Inhalte von Kommunikation. Aber die Amerikaner haben, die NSA hat heute auch darauf hingewiesen, dass ihre Hinweise dazu geführt haben, dass weltweit 45 große Anschläge vermieden werden konnten, 25 davon in Europa, 5 davon in Deutschland. Und ich glaube, das zeigt auch, dass die gute Zusammenarbeit mit den Amerikanern auch wichtig ist. Nach Ihrer Auffassung heiligt der Zweck diese Mittel? Also dieser edle Zweck, Menschenleben in Deutschland zu retten, rechtfertigt zumindest, dass wir mit unseren amerikanischen Freunden und Partnern zusammenarbeiten, um zu vermeiden, dass Terroristen, dass Kriminelle in der Lage sind, unseren Bürgern zu schaden. Natürlich muss immer die Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Haben Sie die Frage gestellt nach der Verhältnismäßigkeit? Haben Sie die Zahlen mal auf den Tisch gelegt und gesagt, wenn es zig Millionen sind, unterschiedslos, Kommunikationen ganz normaler Businessleute oder Privatleute, alles wird erfasst und durchsucht, ist dann die Verhältnismäßigkeit noch... Also ich habe das mit dem Justizminister erörtert, selbstverständlich mit dem Justizminister erörtert. Und es war ganz klar, es geht nicht um ein flächendeckendes Abscannen von Kommunikation, sondern um eine gezielte Durchsuchung von einer quantitätsmäßig begrenzten Anzahl von Kommunikationsströmen. Darum geht es. Und natürlich muss man immer über die Verhältnismäßigkeit reden, muss immer diese Gewichtung vornehmen, überhaupt keine Frage. Aber die Amerikaner speichern Inhaltsdaten nur in ganz besonderen Fällen und nur in weniger Fällen. Aber natürlich die sogenannten Metadaten, also das, was wir unter Vorratsdatenspeicherung verstehen, wird auch bei den Amerikanern gespeichert. Darin sehen Sie eigentlich auch kein Problem, nur der Zugriff auf diese Daten. Finden Sie das in Ordnung? Der Zugriff auf diese Daten ist das Entscheidende. Finden Sie es in Ordnung, dass jetzt für diese Dinge, auch für Kommunikation aus und nach Deutschland, die amerikanischen Maßstäbe gelten und nicht mehr die des deutschen Bundesverfassungsgerichts? Nein, ich glaube, das sehen Sie falsch. Es geht um die Kommunikation nach Amerika und von Amerika ins Ausland. Diese Kommunikation wird in sogenannten Metadaten, also Verbindungsdaten, gespeichert. Der Zugriff auf diese Daten erfolgt aber nach richterlicher Genehmigung. Also genau amerikanische so, wie ist das Verfassungsgericht. Selbstverständlich, wie ist das Verfassungsgericht auch in Deutschland bei der Mindestspeicherfrist uns vorgeschrieben hat.
Danke für die Auskunft aus Washington. Gerne.